Da. Ah, okay. Das sieht aus wie etwas, wo ich hin muss. Aber bevor ich da rangehe, erstmal plündern. Speichern und kartieren. Okay, mit Datum sogar. So, vierte Folge No Man's Sky. Ich glaube, vierte Folge müsste das sein, ja? Wir sind gerade frisch gelandet hier auf dem, oder auf meinem zweiten Planeten überhaupt hier in dem Spiel, in dem Spielstand. Ich folge weiter der Story, da bin ich ja noch, ich würde mal sagen, ganz am Anfang. Bin jetzt gerade hier gelandet und ja, wir erkunden mal hier den Planeten nebenbei. Folgen dem Ziel, finde die Signalquelle. Aktiviere einen Zielscan über das Analysevisier mit F. So, das ist das Analysevisier und das zeigt mir an rechts weiter. Ah, okay. Geschätzte Entfernung 270. Markierungssignal entsenden auf E. Signal hat Terrain verfehlt. Okay. Ach so, das ist einfach nur... Ah, okay. Ja, setz dich da mal einen hin. Ungefähr die Richtung, dass ich Bescheid weiß. Nebenbei scanne ich ja sowieso hier, aber da muss ich immer umschalten. Kann man das nicht dauerhaft so lassen? Weil immer wenn ich jetzt F drücke, ist er immer in dem Modus hier. Zielscan-Modus. So, mit Escape kann ich jetzt gucken. Neuer Planet. Fauna entdeckt, Mineralien, Flora noch gar nicht. Ah, hier ist der Planet entdeckt von Tinutov. Schon wieder Tinutov? Metallanteil 47%. Okay, ziemlich bunt der Planet hier. Da ist irgendwie eine Art Kapsel. Ich glaube, da werde ich erstmal hingehen. Der Rest, ja, ziemlich große Pflanzen hier. Ferritstaub, die Wasserstoff. Okay, wird mir angezeigt, was ich hier abbaue. Ich will mal eben zu der Kapsel laufen. Ist das hier alles grün? Rasen ist es nicht. Oh, was ist das da? Trimlayosa. Oh. Gefährliche Flora. Ah. Ich könnte schon so viel abbauen hier, aber ich glaube, ich mache erstmal nicht so viel. Oh, Strahlungsschutz. Bevor ich jetzt weiter weglaufe von meinem Schiff. Ja, okay, ein bisschen... Bisschen habe ich mit. Okay, ich brauche aber bestimmt wieder Natrium, ne? Ist das hier? Es ist so verlockend, alles zu scannen irgendwie. Macht es so neugierig, was das alles ist. Okay. Irgendwo war hier gerade was am Laufen. Da noch mehr. Okay, so. Entdeckungen. Fauna. Selten Boden immer aktiv. Wo sehe ich denn, ob das ein Pflanzenfresser ist? Abschließen, um Nanit zu erhalten. Was heißt denn abschließen? Ach so. Alles entdecken. Ah, okay. Aber wo sehe ich denn, ob der böse zusätzliche Beobachtung gepanzerter Schädel, starke Verdauungsenzyme.
2 von 7. Aber das wird mir doch bei Mineralien nicht angezeigt, wie viel hier sind. Okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da ist mein Schiff. Da ist irgendwas im Boden wahrscheinlich zu entdecken, aber ich kann, glaube ich, noch nicht. Ne, ich kann noch nichts graben hier irgendwie. Ach, hier ist das doch. Da wollte ich eigentlich hin, ne? Ja. Beschädigte Maschinerie. Lebender Schleim. So. Eingesammelt. Und das war's jetzt, okay? Weil ich konnte auch irgendwas mit mittlerer Maustaste noch. Muss ich mal gucken, manchmal beim nächsten Mal. Das hier. Okay, gibt Material. So, okay. Wo muss ich hin? Finde die Signalquelle. Ich habe mir das doch markiert, ne? Da ist mein Schiff. Wo ist es? Da mein Schiff. Ich glaube, ich bin blind. Wo habe ich denn... Ach, da. Da hinten ist es. In die Richtung sollte ich. Ah, und mit F zeigt er mir an. Okay. Da. Zack, in die Richtung. Okay. Aber da sind Flugtiere zum Scannen. Sehr gut. Hier ist eine Pflanze zum Einsammeln. Natrium. Brauche ich für den Strahlen, für den Schutz. Wie heißt er noch? Gefahrenschutz, so. Irgendwann lerne ich es auch mal. So, ich glaube, die habe ich alle schon gescannt. Was haben wir hier? Das haben wir noch nicht identifiziert. Nee. Ja, ich brauche einen stärkeren Laser hier zum Abbauen. Von daher jetzt hier irgendwie viel abbauen und Taschen voll machen, das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann lieber den Laser gleich mal ausbauen, wenn es dann geht. Dann ist das effizienter auch. Hier mal eben gucken. Emetzit. Kohlenstoff. Ja, fortgeschrittener Minenlaser erforderlich, ja. Die Richtung, okay. Weiß nicht, muss ich da über den Berg? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Oh, da sind mehr Kapseln. Zwei Kapseln, die hole ich mir. Ja, was krabbelt da? Ach, das sind die Fliegedinger. Die habe ich schon, oder? Nee, die noch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil hier steht, Erntematerial, Sperrmaterial im Inventar hinterlegen, Sperrmaterial bereinigen. Was heißt denn bereinigen? Blockade beseitigen. Ich drücke mal mittlere Maustaste. Nanit erhalten. Okay, habe ich das jetzt anscheinend nicht direkt eingesammelt, sondern direkt in Nanit verwandelt, oder was? Wo war der zweite? Da hinten. Natrium, ich muss immer scannen, ich vergesse es immer wieder. So, hallo. So, Maschinerie.
Hier habe ich jetzt Restsubstanz. Blockade beseitigen. Okay, wenn ich das mache, kriege ich direkt die Units. Und bei Erntematerial haue ich das. Da steht aber Schrott. Da kann ich doch mittlere Maustaste. 1260 Units, stimmt das? Nee. Nanit erhalten. Okay, Nanit ist da oben. Hm. Also wenn ihr wisst, wo jetzt hier der Unterschied ist zwischen irgendwie mittlere Maustaste und das Zeug bergen, es ist dann ja eigentlich auch nur Schrott, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Gegenstände schnell in andere Inventare senden, nein. Ausrangieren, zerstöre nicht benötigte Ressourcen. Insgesamt 5740 Units. Also wenn ich das verkaufe, kriege ich die Kohle, oder wie? Weil da steht ja Schrott. Zutat, Schrott. Schnellübertragung. Nehme ich das einfach nur und kann das ins Raumschiff, wenn es in Reichweite ist, packen. Okay. Da ist noch eine Kapsel, die hole ich auch nochmal eben. Da ist Natrium in der Nähe, böse Pflanzen. Oh, zweimal, sehr gut. Wo war die Kapsel da? Was ist das hier? Exo-Anzug Systemboost. Ach, Jetpack Stromstoß entdeckt. So. Aufnehmen. Gibt keine Units, ne? Ne. Upgrade-Modul. Module. Upgrade-Module verbessern eine bestimmte Technologie, die du bereits installiert hast. Jedes Modul ist einzigartig. Suche in der Raumstation bestimmte oder seltene Module. Upgrade-Module sind bereits gebrauchsfertig und müssen nicht mehr hergestellt werden. Kaufe Upgrades bei den Technologiehändlern in der Raumstation mit Nanit. Jedes Upgrade ist einzigartig. Sieh dich in jeder Raumstation nach seltenen Upgrades um. Jede Schlüsseltechnologie unterstützt 3 Upgrade-Module. Okay. Aber ich habe doch nur Müll, Schrott aufgenommen hier. Schnellaufladung. Raumschiff. Photonkanone. Wechsel mit LMG den Waffenmodus. Ach so, das ist mein Flugzeug, ne? Mein Raumschiff, ja. Kann ich Raketen schießen oder einen Laser, okay. Aber wo muss ich eigentlich hin? Da hinten. Ja, ich denke mal, später wird man noch mehr laufen können, mehr mit dem Jetpack fliegen und so. Ich bin halt noch am Anfang hier. Ah, der ist analysieren? Fragezeichen. Okay, das ist gut, dass mir das so angezeigt wird. Nicht identifizierte Pflanze. Das ist so verlockend. Oh. Das ist aber ein großer. Aber den habe ich schon. Nahrung, verrottende Frucht. Okay. Aber hier... Sehe ich das nicht, oder? Wo habe ich ihn denn jetzt? Da, das müsste der sein. Wo steht jetzt hier verrottende Frucht? Steht hier gar nicht. Nur wenn ich ihn direkt im Scan habe. Okay. So, hier ist mein Signal. Da kann ich nichts mitmachen, ne? Nee.
Da soll ich hin. 264, geschätzte Entfernung. Da hinten kommt doch Rauch irgendwie hoch. Kann ich mein Signal... Wie war es denn noch? Markierung setzen und löschen. So, jetzt ist die auch weg hier, ne? Ja. Man kann anscheinend nur eine Markierung setzen. Ich habe auf dem linken Ohr irgendwas. Der Käfer hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwas krabbelt in meinem linken Ohr rum. Uah. Egal, weiter hier. Ablenken. Ja, ich bin auf einem guten Weg. Da. Ah, okay. Das sieht aus wie etwas, wo ich hin muss. Aber bevor ich da rangehe, erstmal plündern. Speichern und kartieren. Okay, mit Datum sogar. Navigationsdaten. Nanit. Okay, hier speichere ich anscheinend. Einfach, okay. Wo ist denn diese... Ich habe doch gerade irgendwie eine Art Karte. Da, Navigationsdaten. Verschlüsselte Navigationsdaten. Diese tragbare Dateneinheit enthält alle relevanten kartografischen Informationen einer planetaren Region. Okay, kann mit einem Kartografen an Bord einer Raumstation im Austausch für brauchbare Sternkarten gehandelt werden. Schnellübertragung, bewegen und stapeln, ausrangieren. Kann ich das nicht auch benutzen irgendwie? Ich möchte gerne die kartografischen Informationen haben. Ne. Geht nicht, okay. Kann ich nur mit handeln anscheinend. Aber ich habe schon mal gespeichert. Gefühlt zum ersten Mal. So, jetzt haben wir wieder das. Also wenn ihr es besser wisst, ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Schnellübertragung? Oder gleich ausrangieren? Ausrangieren. Zerstöre nicht benötigte Ressourcen. Ich mach mal ausrangieren. Das gibt Kohle. Neuer Gegenstand katalogisiert. Gag-Relikt. Okay. Also kann ich auch hier, das ist Schrott, ausrangieren machen. Zack. Aber gab jetzt keine Kohle. Ich guck mal. 138 Nanit. 25.600 Units. Also merken, 25.600, das gab nichts. Aber wenn ich die Sachen direkt kaputt mache, aus Behältern, kriege ich, ich glaube, ein Nanit war es für. Okay, aber hier, das ist jetzt weg. Da kann ich was herstellen. So, ich habe ein Relikt bekommen, eine Rarität, die nicht besonders wertvoll ist. Eine Metallfigur einer Kreatur, die eine Münze im Schnabel hat. Sie ist bei vielen Händlern beliebt, für die sie ein Symbol des freien Handels und des Friedens ist. 23.375 Units, okay. Ja, ich denke mal, das kann ich irgendwie verkaufen, handeln. Raumschiff Start Treibstoff. Oh, ich muss wieder einmal schnell tanken. So, ich glaube, das war es soweit. Speicher mal eben. Zack. Jetzt speichert der hier meinen Spielstand. Irgendwie. Kaputte Technologie. So. Die funkensprühenden Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Signal entschlüsseln.
Okay. Kein Treibstoff. In. Ah, wieder Catscut. Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als Catscut. Unterirdischen. Basiscomputer eingesetzt. Ebenso wie der Protokolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und ein Terrain-Manipulator. Ich glaube, soweit war ich schon mal. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachricht hinterlässt. Pläne extrahieren. Basiscomputer. Portabler Landregistrierungsservice. Kontaktiert nach dem Platzieren das universelle Kartografiearchiv, um das Eigentum des Lands einzurichten. Nach erfolgreicher Registrierung können Basismodule am billigen Ort gebaut werden. Okay. Und das ist dieser Manipulator. Wohnprogramm wird gestartet. Ach du Scheiße. Wähle im Protokoll die Mission Terrain-Manipulator aus. Baue Kupfer ab, bla bla. Okay. Protokoll. Das ist die Primärmission. Errichte eine Basis. Baue einen Terrain-Manipulator. So, Basiscomputer benötigt abgebaute Substanz. Kupfer. Empfehlung: Terrain-Manipulator installieren. Es ermöglicht es dir, wertvolle Erze direkt aus der Erde abzubauen. Und verformt die Welt. Ja, das genau, was ich gesehen hatte. Dass in der Erde manchmal beim Scan irgendwelche Sachen sind. Mal gucken, müsste jetzt hier was sein, oder nicht? Nee. Okay, drücke Tab und wähle den aus. Was gibt's noch? Kraftfeld, Blitzwerfer. So. Stelle die Wasserstoffgelee her. Kann ich das so machen? Ja. Stelle Kohlenstoff-Nanorohr her. 2. 1. Ach, braucht der einen extra Platz? 2. Nee, ist ja von 20. Ja, so, okay. So, installiere Terrain-Manipulator Komponenten 0 von 1 im Multi-Werkzeug-Menü. So, du einmal und du einmal. Okay, jetzt habe ich den auf meiner Waffe drauf. So, sammle Kupfer, 0 von 60. Aktiviere den Terrain-Manipulator mit G. Ah, oben rechts Minenlaser. Mit G wechseln. Jetzt mache ich den Manipulator. Alternativ wechseln. Mittlere Maustaste. Ah, okay. Glätten. Wiederherstellen. Abbauen. Erschaffen. Was kann ich denn erschaffen? Okay. Ach, da unten kann ich sogar switchen. Unter Wasser, Berg, Gestein, Basis, Höhle. Ach, das Aussehen dann, oder wie? Größe ändern, R und T. Ah, guck mal an hier. Form ändern, C. Ah, okay. Rund oder eckig? Oh Gott. Glätten. Oh, okay. Silikatpulver. Ach so, ich habe erst Gestein hingemacht und dann habe ich es jetzt hier mit dem quasi abgebaut und gleich schon was bekommen an Ressourcen. Was ist das jetzt hier? Größe ändern? Wiederherstellen. Ach, wiederherstellen heißt Ursprungsform. Abbauen. So, ich brauche abbauen. Ach, abbauen macht er Löcher. Ah, okay. Gut, scannen wir mal mit C. Kann ich das abbauen hier?
Nee. Ach, da mache ich hier nur Löcher in die Erde. Silikatpulver kriege ich daraus. Oh Gott. Ich nehme ja alles auseinander hier. Okay, ja, ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Da suche ich dann mal Kupfer. Verwende das Analysevisier, um Ansammlung zu finden. Aha. Okay. Da, natürliche Grabstätte. Aha. Vergrabene Mineralienformation. Ah, okay. Gut, ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Daumen hoch. Ihr kennt das ja. Bis zur nächsten Folge.